Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im neuen Turbo-Gockel-Video. Ja, ich bin wieder da, Leute. Heute geht es um den Audi. Heute gibt's voll auf die Fresse Teil 2. Kundenstory des Todes Teil 2. Mein Audi A3, Leute. Ja, es ist Samstag. Ich bin jetzt noch in der Halle. Es ist Abend. Ich habe mit dem Junior heute an unserem Cabrio Radlager hinten gewechselt. Weiß gar nicht, am G60 haben wir noch ein bisschen herumgeschraubt. Ja, so ein bisschen, sage ich mal, so einen kleinen Familientag gemacht. Vorhin war Marina noch da und wir haben noch Pizza zusammen gegessen. Und jetzt gehe ich nach Hause und werde euch das Video zusammenschneiden. Und zwar, ja, ihr wisst ja, Kundenstories, die brutalsten ever. Wie gesagt, ich habe ja schon mit Leon heute ein bisschen geschraubt. Da schneide ich auch noch ein kleines Video zusammen. Und am G60 geht es jetzt endlich voran. Ich glaube, morgen kann ich ihn starten. Morgen ist es soweit. Ich habe zu Marina gesagt, ich gehe morgen ein bisschen in die Halle noch für eine Stunde und will den G60 starten. Gott sei Dank kommt das Auto jetzt endlich hier von der Hebebühne runter. Ja, Leute, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht mehr lange. Ich nehme jetzt mal die Kamera in die Hand. Hier steht das gute Stück. Ihr seht es ja. Dilo und Max haben das gestern schön geputzt, ein bisschen und gewaschen. Oh, guckt doch mal, Leute. Carwash, sexy Carwash haben wir. Und? Lustiger. Ja, genau. Ja. Er wird schon. Guck mal, Leute, also richtig schöne Schlitze auch in den Kotflügeln da drinnen. Ne? Jetzt sieht er ja langsam aus wie ein Auto. Geil. Ja, habt ihr gesehen? Die zwei Chaoten. Aber schön, haben sie ihn geputzt. Er geht auf jeden Fall später, wenn er fertig ist, geht er nochmal auf jeden Fall zu einem Aufbereiter. Er soll nochmal richtig schön aufpolieren. Und dann wird die Kiste auf jeden Fall wieder wie neu sein. Ich würde sagen, viel Spaß beim Gucken. Kundenstories, Audi A3, Teil 2, Film ab! Fängt an? Ich fang an! Kundenstory des Todes! Ja! Leute, herzlich willkommen bei uns hier, Turbogockel Firma und im Büro mit Justin, mit Tilo, mit Max. Möchte ich gerne vorstellen, unser Max, unser Tilo, unser Justin. Und ja, ich weiß gar nicht, wie soll man es wieder anfangen? Ja, Kundenstory des Todes. Kundenstory des Todes, Teil 2, Audi stimmt, A3. Stimmt, mein Audi. Wo fangen wir an? Jetzt gehen wir richtig ins Detail. Muss eigentlich du machen, ganz am Anfang. Ach, ich weiß echt nicht. Mach doch, wie du, am Anfang, wo du den gekauft hast. Fang da an, wo du den gekauft hast. Ja. Mit der Geschichte. Ach, Entschuldigung, trinke ja schon mal ein Schluck Bier. Schönes. Vom Kunden, oder? Oder von wem ist das für jeden? Das ist von einem Frankfurter. Das ist doch von dem Golden. Silbernen. Silbernen? Ja, das ist von dem Silbernen. Ah, ja. Der Mann. Der Mann. Genau. Ja, Leute, ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Es geht ja dieses Mal um den Audi A3. Es war ja mein Auto, das habe ich einem Kunden abgekauft. Im Helmut. Ne? Helmut hat das Fahrzeug damals von uns bauen lassen. Das ja, war erst von Rote hat er. Erst von Rot, das Auto war erst bei Rote Motorsport. Dann hat es, glaube ich, irgendwo von seiner KH4-Firma umbauen lassen, die Anlage. Dann wurde das Auto, glaube ich, irgendwie als Vorführauto, ja, Messeauto. Messefahrzeug irgendwo hingestellt. Ne? Wegen der Anlage, weil es ist echt eine richtig geile Anlage. Also der Klang ist mega. Vor allem, du drehst immer lauter auf und da kratzt nichts. Das ist echt, die Anlage ist richtig geil. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat der Helmut irgendwann keinen Bock mehr auf das Auto. Der hat sich einen neuen RS6 gekauft. Oder was war das? Ich weiß es nicht mehr, was für Auto. Ja, hat sich auf jeden Fall zwei neue Autos gekauft. Ich glaube, ein nagelneuer RS6 und noch irgendein AMG Mercedes, glaube ich, so wie ich das mitbekomme. Man hat mich gefragt, ob ich das Auto haben möchte. Also habe ich das Auto dem Helmut abgekauft. Wir haben uns dann einen guten Preis geeinigt, habe ich ihn abgekauft. So, und dann haben wir es umgebaut noch. Vom V-Turbo auf Single-Turbo. Verdichtung haben wir geändert. Wir haben Kolben noch rein. Also wir haben, da waren ja damals Serienkolben und alles drin, wir haben dann Kolben rein. Nockenwellen, dann haben wir aber die Nockenwellen irgendwie wieder raus. Ja, ne? Weil die zu krass waren für die Straße. Ja. Das waren die krassen, was wir hinten liegen haben. Ja.
Auf jeden Fall habe ich das Auto dann selber gefahren. Ich habe mir das zusammengebaut. Max hat viel dran geschraubt. Andi war noch damals da. Der hat auch viel geschraubt an der Karre. Und ich habe das angemeldet und habe es gefahren. So. Und dieser Kunde, wo das Auto jetzt von uns gekauft hat, war eigentlich ein Kunde auch von uns. Ja. So. Er hatte damals ein Golf, oder hatte vielleicht immer noch, ich weiß es nicht, ein Golf 4 V5. Kompressor. So. So war das. Und so habe ich den noch kennengelernt. Wir haben dann den Kompressor, wir haben Emo eingebaut am Kompressor. Wir haben Emo eingebaut am Kompressor. Und Nocken. Nocken. Nockenschärfer haben wir. Habe ich reingebaut. Hat er welche gekauft gehabt? Damals? Ja, der hat gekauft und hierher geschickt und ich habe sie eingebaut. Okay. Okay, ist ja wurscht. Auf jeden Fall haben wir die Kiste gemacht. Das Ding ist auch gelaufen. Alles gut. Alles nur Ansauglufttemperatur war zu hoch, weil der Kompressor hatte ja keinen Ladeluftkühler drin. Ja, und so habe ich den halt kennengelernt und immer eigentlich schon fast wie so ein, so bist der so kumpelmäßig, ne? Ja, eigentlich schon. War ja gut drauf und alles. Ja, und er hat dann irgendwann gesagt, er hat Bock auf mehr Leistung. Er hat Bock auf mehr Leistung. Dann war er mal da und ich sagte, pass auf, hier mein Audi, fahr mal mit. Und dann sind wir in der Runde zusammen gefahren und er war hin und weg. Der hat gesagt, Alter, sowas hat er noch nicht erlebt. Er möchte das Auto haben. Ja, und dann hat er die Kiste. Wie war denn das? Ich hab. Er hat gesagt, er schläft drüber. Er schläft Nacht drüber und am nächsten Tag gleich hat er, glaube ich, angerufen. Ne? Ja, und hat gesagt, er nimmt ihn. Er will das Auto haben. Nur hat er die Kohle nicht auf einmal. Der hat die Anzahlung gemacht. Genau. Und dann hat er gesagt, der Rest muss er sparen. Er hat mir die Kohle, die Hälfte gegeben. Dann habe ich das Auto genommen, habe es abgemeldet. Oder war das noch angemeldet? Ich weiß es gar nicht mehr. Der war noch ein bisschen angemeldet. Dann haben wir ihn in die andere Halle. In die andere Halle hingestellt. Und dann haben wir ihn abgemeldet. Ja, genau. Und dann haben wir gewartet, bis er mit der anderen Hälfte von der Kohle kommt. So, das hat er nicht geschafft. Dann hat er angerufen und gesagt, er hat die volle Kohle nicht. Er hätte aber noch einen Golf 4 zu Hause, nochmal mit einem V5 Kompressor. Genau. Ob ich das in Zahlung nehmen würde. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, dann nehmen wir den Kompressor da raus, kann man machen. Und setzen den Kompressor in den Golf 2 V6 rein. Genau. Und verkaufen dann den 2er Golf V6 als Kompressor. Ne? Und dann kommen wir da schon irgendwie an die Kohle ran. Ja, also gemacht, getan hat es. Und ja, dann kam er irgendwann, hat die Kohle dabei gehabt. Ich habe das Auto schon aus der Halle geholt. Habe den geputzt gehabt. Gibt es auch Bilder. Ich habe sogar noch Bilder. Habe den Picobello schön geputzt gehabt. Und dann hat er ihn abgeholt. Alleine. Mit seiner Frau. Ja, mit seiner Frau. Aber die ja. Frau hat oben gewartet. Er wollte ja auch noch, dass das Auto noch ein bisschen von den PS runtergerollt wird, ne? Das kam danach. So, Moment. Jetzt geht's um die Wurst. Er hat das Auto abgeholt, war ganz alleine da vorne. Max war da und Andi war da, oder? Andi war drinnen, ich war mit dir draußen. Ja. So, und denn seine Frau haben wir gar nicht gesehen, die war irgendwo da oben im Hund an der Straße, keine Ahnung. So, auf jeden Fall hat er die Kiste mitgenommen und ist damit weggefahren. Ne? Oder ja. Ist er weggefahren? Nee. Nee, wir haben erst geschwätzt nochmal. Ja, warte mal, wie ist der gefahren? Hatte der Schilder dabei? Der hat Schilder dabei, ja. Oder war er doch noch angemeldet? Oder war der doch noch auf mich angemeldet und hat er meldet den um? Ich weiß es nicht mehr genau. Das sind 3 Jahre her, Gugge. Ja, tut jetzt auch nichts zur Sache, wenn ich ehrlich sein soll, ne? Oder? Ja, eigentlich. Ist ja egal. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat er dann mitgenommen. So. Und dann ist er damit geballert. Der hat ja, wann hat er geschrieben? 2 Wochen später, 3 Wochen später. 3 Wochen. Sagt er zu uns, Goggel, das Auto ist so brutal. Ich hab's schwarz auf weiß. Kannst vielleicht mit einfügen? Keine Ahnung. Ja, können wir mal mit einfügen. Ja, vielleicht, können ne? wir einfügen müssen. Ich hab Screenshots, wie er schreibt. Ich bin mit der Kumpels gefahren. Das Ding ist so brutal. Das ist so extrem. Und jeder und sagt, das ist nicht normal. Und richtig geile Karre. So. Dann hat er mich irgendwann angeschrieben, er hätte gerne die Leistung runter. Ja. Oder? Er hätte gerne die Leistung, weil sonst bringt er sich um. Ja. Weiß nicht, ob ihr es gehört habt, Max redet so ein bisschen leiser. Auf jeden Fall. Ich kann nicht so laut reden wie du. Hat er gesagt, Gockel, ob man die Leistung da ein bisschen runternehmen können, weil er bringt sich sonst um damit. Das Ding ist zu heftig, ne? Dann habe ich gesagt, du, kein Problem, können wir machen. Dann hat er ihn gebracht, oder? Hat er ihn da gebracht? Weißt du auch nicht mehr jetzt, ne?
Das ist eine gute Frage jetzt. War er da? Ich weiß nicht mehr jetzt, ne? Habt ihr es nicht da gemacht? Oder hast du dann über getauscht? Ja. Dann ja. War er da. So. Das stimmt. Genau. Dann ist er weitergefahren. Und dann hat er das Auto einen Blöder geschaden. Er sagt, guck mal, er bringt das Auto mit der Spedition. Irgendwas klappert. Ne? Ganz leicht. So, dann haben wir das Auto abgeladen. Der Spediteur hat es abgeladen. Und wir haben dann ein bisschen Gas gegeben. Und es war so leichtes Klopfgeräusch. Habe ich gesagt, das hört sich echt stark nach Bläulagerschaden an. So, ne? Dann haben wir die Ölwanne runtergemacht und haben gesehen, dass das Ding im Bläulagerschaden war. Oder war im Zylinder, glaube ich. Ne? Weiß es jetzt nicht mehr, genau. Auf jeden Fall. Ja, der hat auf alle gehabt. Nur auf den ersten hat er es richtig gehabt. Erste und sechste. Stimmt, stimmt. Erste und sechste hat er frisches gehabt und die anderen waren. Es waren alle, wo wir noch gesagt haben, was hat er gemacht? Hat er irgendwie falsches Öl da rein? Ja, genau. Keine Ahnung, ne? Stimmt, so war das. Wie kann sowas passieren? Der Bläuler geschaut. Wie kriegt man das hin? Ja, eigentlich, wenn der Filmriss abreißt. Zu dünnes Öl zu heiß ist, ja. Scheiß Öl drin, Dreck Öl drin. Zu alt. Okay. Da kann so viel sein, Justin, so viel, da steckst du nicht drin. Ja, das kann passieren bei der Leistung, weißt du? Das kann auch beim Sauger passieren, ja. Haben die ja auch schon gehabt beim ja, V6-Sauger. Selbst V6-Sauger gehen kaputt, dann haben Bläuler geschaden, weißt du? So, auf jeden Fall haben wir dann noch richtig geil Kontakt gehabt und dann sagte der so, okay, was kann man machen? Dann habe ich gesagt, du, pass auf, da muss der Motor raus und muss eine andere Kurbelwelle rein. Und die Bläuel, waren die noch gut? Wir haben sechs neue Bläuel dazu genommen. Und dann habe ich gesagt, aber du musst eine Kurbelwelle selber besorgen, weil ich habe die Zeit nicht dazu und ich habe selber auch keine da. Also hat er eine Kurbelwelle bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Genau, ne? So war's. Hat sie herschicken lassen und der Max hat den Motor wieder zusammengebaut und dann lief der Motor wieder ganz normal und da haben wir die Leistung runtergenommen. Genau. Da haben wir die Leistung ein bisschen runtergenommen. Ja. Haben die krassen Nocken, glaube ich, raus. Ja, wir haben die, ja weil es ja. Total war. Weil das haben die normalen Nocken rein. Und, oder vom R36, glaube ich. Nee, originale R32, habe ich gesagt. Und haben die Verstellung aktiviert wieder, ne? Weil ja, die waren ja vorher starr. Genau. So, glaube ich, so war das. So. Dann hast du... Der Max hat in dem rübergefahren. Das Auto in dem rübergefahren. Ja, weil ich gesagt habe, das ist nicht weit von mir, das können wir mal schnell rüberfahren, weil er keinen hatte, wohl, dass er das Auto holen kann. Ja, dann hat der Max herzlich ins Auto reingesetzt, ist mit, ich weiß nicht mit wem, wer war denn das? War der Dimmi? Nee, ich wollte abends fahren und mein Bruder wollte mich mitnehmen. Aber ich bin bei mir am Gullideckel hängen geblieben und da hat es doch die Schweißnaht vom Auspuff aufgerissen. Ja. Ah, da war stimmt. Was. Das habe ja. Ich damals und dann habe ich das noch nachts geschweißt beim Kollegen der Werkstatt. Ja. Ja. Und dann hat es ihn morgens gleich gebracht und dann ist der Dimmi mit mir hingefahren. Stimmt, Max war noch beim Kumpel abends in der Werkstatt, weil er ist irgendwann am Gullideckel hängen geblieben und hat das Flexrohr kaputt gemacht. Nee, die Schweißnaht ist halt aufgerissen. Die Schweißnaht, die hat es aufgerissen, egal, auf jeden Fall haben die Schweißnaht wieder zugeschweißt und dann hast du ihm das Auto gebracht. Genau. So, und was war dann? Ist er da noch? Dann war Ruhe. Ging dann, das war ging dann der Streit gleich los? Nein, es waren erst zwei Wochen Ruhe. Zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann hat er gesagt, er verliert Öl. Ja. Und er tut Blauqualmen. Und dann habe ich den, glaube ich, geschrieben oder habe den angerufen und gesagt, pass auf, dann musst du uns das Auto nochmal bringen. Genau. Und wir gucken, warum das Auto blauqualmt. Ne? So war es, glaube ich. Genau. So, jetzt kommt aber der springende Punkt. Dann kam da irgendwie nichts mehr. Ne? Ja. Nee, der hat doch gleich danach das geschrieben mit dem Passwort für sein anderes Auto. Genau, genau. So, jetzt ist Folgendes passiert, Leute. In dieser Zeit hat er einen Kumpel von mir, er hat auch eine kleine Werkstatt, den hat er kennengelernt, weil er mit ihm schon hier über die Firma öfters telefoniert hat. Ja, das hat er eine Telefonnummer. Hat mein Kumpel, mit dem habe ich mich aber verstritten gehabt, wir hatten keinen Kontakt mehr, ich glaube 3-4 Monate zuvor. Ja. Haben wir ein bisschen gestritten gehabt. Mittlerweile haben wir uns wieder geeinigt, haben wieder gequatscht. Also wir sind da wieder zusammen. Nicht, aber ja, wir reden wieder ganz normal miteinander. Alles gut. Auf jeden Fall hat er... Ja, ich muss überlegen. Es tut mir leid, ich muss echt überlegen. Er hat Kontakt zu dem Kunden mit dem Audi gehabt. Und bei ihm war... Also von dem... Kunden mit dem Audi, wo mein Audi gekauft hat. Er hatte noch einen Golf 4,
Kompressor, wo bei uns war. Genau. So, jetzt ist hintenrum das Auto schon zu meinem Kumpel gegangen und er hat den schon auf großen Ladeluftkühler umgebaut. Also es ging hintenrum. Hinter meinem Rücken praktisch, kannst du so sagen, hat mein Kumpel mir, mein Kumpel eigentlich mir den Kunden abgeworben. Ja. Ja, ist so. War eigentlich so, ja. War scheiß Nummer. Egal. Auf jeden Fall schreibt mir dann der Kunde, wo mein Audi hier gekauft hat. Ja, er hat das Auto jetzt bei irgendeiner Tuningfirma. Ich wusste genau, wo das Auto steht. Wir haben es aus sicherer Quelle und von zwei Leuten erfahren, dass das Auto ja bei meinem Kumpel steht. So, wollte er für diese Emu das Passwort haben, weil die haben ja den Ladeluftkühler geändert, also mussten sie frisch abstimmen. So, und dann hat er, habe ich aber geschrieben, ich kann es gerne mit einfügen, habe ich geschrieben, ich gebe das Passwort nicht raus, ne? Dein Oberabstimmer, dein neuer Tuner, ich wusste ja, wer es ist, habe ich gesagt, er soll die Kiste selber neu abstimmen oder wie auch immer, ich gebe mein Passwort nicht raus, wer weiß, was ihr mit dem Datenstand macht. Ne? So war's. Ja, genau. Und nicht, dass es am Ende heißt, wir hätten es abgestimmt. Genau, später heißt, Gockel hat es gemacht, du gibst den Datenstand raus, also du gibst es frei, so die fummeln da das Ding an dem Ding rum, fahren es kaputt, da ist die Gockel war es. So, und machen das Passwort wieder rein. Genau, das ist ja das immer das Problem mit den Passwörtern, Leute. Ja, deswegen, am Ende landet es noch im Internet, also auf Facebook und gucken. Hatten wir auch schon, ich habe Kunden irgendwas freigegeben, so später bei eBay Kleinanzeigen siehst du Turbo-Gockel, Datenstand zum Verkauf. Haben wir alles schon erlebt, Leute, ob ihr es glaubt oder nicht. Deswegen, ich schütze die Steuergeräte und fertig. Es ist einfach so, weil später, oder ich lasse es frei, ne? Und dann wird irgendwo, die Jungs tippen teilweise selber drauf rum, geben mehr Ladedruck, fahren das Ding kaputt, da heißt der Gockel war's. Ja. Also wirklich schon krasse Sachen erlebt. So, auf jeden Fall hatte ich geschrieben, ich gebe das Passwort nicht raus. Dein Tuner des Vertrauens, dein neuer, ich wusste ja, wer es ist. Soll das Ding doch neu abstimmen, aber ich gebe mein Passwort nicht raus. Das mache ich nicht, weil da vielleicht Unfug damit getrieben wird oder sonst was. Ist eigentlich schon frech, sowas zu fragen, ne? Wie? Ja, es haben schon viele gefragt. Ja. Das haben schon viele. Frech eigentlich so. Also aber wir als Tuner müssen uns einfach, wir müssen den Namen schützen, weißt du? Ja, irgendwo müssen wir das. Ja, zumal das ist ja dein Datenstand. Richtig. Gut, die Leute haben aber ein frei programmierbares Motorsteuergerät und sie möchten da frei programmieren, kann ich, muss ich sagen. Trotzdem kommen sie zu uns und wollen, dass wir das abstimmen. Ja klar, aber dann ist der Datenstand, was du da drauf spielst, ist ja dein Datenstand. So, mittlerweile ist es so, Leute, ich gebe das Passwort raus, beziehungsweise ich mache gar keins rein, wenn uns der Kunde das unterschreibt. Ja. Wir haben jetzt uns extra was machen lassen, was schreiben lassen und der Kunde unterschreibt mir das, dass der Steuergerät freigeschaltet ist. Und da bin ich, da weiß ich nicht, was er dann damit macht, ist mir auch egal, aber er hat dafür unterschrieben, dass er selber dran rumbastelt. So, fertig. Und dann sind wir aus dem Schneider. Ja, richtig. Ne? Aber er darf es halt auch nicht verkaufen. Er darf es nicht weiterverkaufen, ne? Oder sonst was, ne? Mein Name da irgendwo. Ist auch jetzt egal. So, wo waren wir jetzt? Er wollte das Passwort haben. Ja. Ja. Und ich habe es ihm nicht gegeben. So, und dann war sein letzter Satz. Wo ist denn mein Handy, Alter? Warte mal, was hat er denn zu uns gesagt? Ich zeig's euch. Ich wünsche euch alles Gute. Für die Zukunft. Ja, das war sein letzter Satz. Moment. Ihr habt's gleich. So. Ich habe geschrieben, du belästigst mich nicht, weil er geschrieben, ja, ist gut, ich werde dich auch nicht mehr belästigen. Dann habe ich geschrieben, du belästigst mich nicht, aber ich gebe das Passwort bestimmt nicht raus, damit sich andere damit bereichern. So habe ich es geschrieben. Ja. Das musst du bitte verstehen. So, darauf kam eine Antwort, ich sehe das etwas anders. Ich habe doch für diese Arbeit bezahlt, für die Abstimmung. Wollte es doch nicht vervielfältigen, aber gut, so ist es dann. Wünsche dir trotzdem alles Gute für die Zukunft. So, das war der letzte Satz, wo ich von ihm gehört habe. Ja. Mhm. Ja, und irgendwann, was ist passiert? Wann kam das irgendwann? Ja, da kam dann Anwaltbrief. Wann? Halbes Jahr später, ein Jahr später? Nee, zwei Monate später. Dann haben wir darauf geantwortet, wenn ein Defekt ist, wir tun es nachbessern, weil wir als Werkstatt, weil er Öl verloren hat.
Ja. Hat Öl verloren. Ja. Audi. Ja. Und dann haben wir ihm geschrieben, okay, dann muss er das Auto bringen, dass wir es nachbessern können. Und wenn es nicht an uns gelegen hat, muss er die Reparaturkosten bezahlen. Nachdem ein Anwaltsbrief bei uns ankam. Genau. Stimmt. Hat der Peter das noch geschrieben. Genau. Wir haben einen Anwaltsbrief bekommen, ne, dass das Auto irgendwo Öl verliert, bla bla bla. Ja. Und dann haben wir geschrieben, dass wir, ja, er kann uns gerne das Fahrzeug bringen und wir gucken danach, was da los ist, ne? So war das. Ja, genau, weil wir dürfen ja nachbessern. Wir haben ja als Firma, was heißt als Firma? Das ist der nächste Punkt, ja. Worum es ist hier geht. Das Auto habe ich privat verkauft, aber diese Pleuelagerschaden, die Reparatur, ging ja über die Firma. Ne? So, und ja, nach dieser Reparatur von diesem Pleuelagerschaden hat er ja auf einmal irgendwo Öl verloren. Also haben wir als Firma drei Versuche. Ja, drei Versuche. Also wir dürfen dreimal nachbessern. Wir dürfen dreimal nachbessern. Darauf ist der Anwalt aber nicht eingegangen. Die haben gar nicht geantwortet. Die haben da gar nicht drauf geantwortet. So, und dann, was kam dann? Dann kam eine Klage sofort, oder? Genau, dass du das Auto zurücknehmen sollst. Ja, dann kam da drauf hin, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, Leute, ne? Ich weiß nicht mehr, ich müsste die ganze Papiere rausholen. Auf jeden Fall hatte ich sofort eine Klage am Hals. Er möchte das Auto nicht haben mehr. Weil an dem Fahrzeug sind zwei, drei Sachen nicht eingetragen. Genau. Ja. Also die EMU ist nicht eingetragen. Es ging um die EMU, es geht um die Felgen, es geht um das Fahrwerk. Das ist frisch reingekommen, kurz vorm Verkauf. Ja. Da habe ich das neu, also die Felgen waren neu. Die EMU war vorher schon drin, das ja. Wusste er. Und das Fahrwerk ist auch ein paar Tage vorher nagelneu reingekommen. Wirklich nagelneu. So. Wie ging es jetzt weiter? Wo war ich jetzt stehen geblieben, verdammt nochmal? Jetzt muss ich echt schon wieder überlegen. Ja, da kam doch die Klage. Und dann kam die Klage. Dann haben wir doch mit dem Anwalt noch versucht, eine außergerichtliche... Genau, da stand drin, die Felgen sind nicht eingetragen, das Fahrwerk ist nicht eingetragen, die EMU ist nicht eingetragen. Das Lenkrad ist nicht eingetragen. Das Lenkrad, dieses mit den Schaltwippen vom R8 oder keine Ahnung, oder was das ist. Das wäre nicht eingetragen. So, und dann haben wir vorgeschlagen, okay, ist doch kein Problem, dann soll er zu uns kommen und wir tragen das ein. Ja. Wir tragen die Felgen ein, wir tragen das Fahrwerk ein, wir tragen das Lenkrad ein, wobei das Lenkrad wäre scheinbar irgendwie nicht gegangen, ne, wegen ja. Airbag oder was. Jetzt kommt aber der springende Punkt, Leute. Da draußen, wo er das Auto abgeholt hat, warst du auch draußen. Ja. Andi war da drin, leider. Ja. Haben wir ihm alles gesagt, er wusste alles ganz genau. Er wusste, dass die Felgen nicht eingetragen, dass das Fahrwerk nicht eingetragen ist. Und da hat er gesagt, er wird sich selber drum kümmern. Genau. Ja, und er hat auch noch nach dem Passwort gefragt von der EMU eigentlich, ne? Zum Abstimmen. Nee, das war ja... Nicht für den Audi. Nicht für das Auto. Ach so. Das Passwort war für sein anderes Auto. Ach so, okay. Ja, das war für sein anderes. Und da war er, ich denke, der war stinksauer, weil ich ihm das Passwort nicht gegeben habe. Ja. Da war er angepisst, ne? Ja. So, auf jeden Fall, er wusste, das Auto hat keine, so wie es eingetragen ist, hat ja eingetragen 500 PS, glaube ich. Ne, nee, 580. Oder 580 PS eingetragen, keine Ahnung. Müsste ich nochmal gucken in den Papieren, ist ja schon eine Weile her. Und er wusste, wie gesagt, er wusste, dass die EMU nicht eingetragen ist, er wusste, dass die Felgen und das Fahrwerk und bla bla bla, das wusste er. So, wie kam das dann? So, jetzt haben wir einen Kaufvertrag geschrieben mit Marina. War das mit Marina oder mit Peter? Der Peter. Ja. Ich hatte also keinen Kaufvertrag, Leute, irgendwie aus mobile.de mit Privatverkauf, hatte ich nicht. Wir haben selber was geschrieben. Ist der nicht sogar da irgendwo? Moment, ich guck mal. Ich hol den mal jetzt nachher. Bin mir jetzt nicht sicher. Oder war noch irgendwas dazwischen, Max? Nee. Ja. Der Kaufvertrag von Peter, da stand auch drauf, dass das Auto im verkehrssicheren Zustand ist. Der eine Satz, dieser eine Satz. Und der eine Fehler von dir. Ich hab's. So, hier ist dieser Kaufvertrag und ich sag euch, was das Problem war. So, der Kunde hat mir erst 15.000 Euro bezahlt. Ne, das haben wir unterschrieben. Ja. Wo er das Auto abgeholt hat, habe ich auf diesen Vertrag, das ist nicht der, das ist noch ein zweiter. Es gab dann einen zweiten Vertrag, beziehungsweise denselben, nur noch mal eine Kopie. Und da stand drauf,
der volle Betrag ist bezahlt. Ja. Und ich Idiot, ehrlich, so wie ich das immer mache, wo ist dann mein verschissener Stempel? So, ich nehme meinen blöden Turbo-Goggle-Stempel, mach den da drauf und unterschreibe, dass ich die Kohle bekommen habe von ihm. Dabei habe ich das Auto privat verkauft, aber ich habe den Firmenstempel komplett unbewusst einfach da drauf geklappt. Weil ich überall die Firmenstempel drauf mache. Ja. Und das war mir nicht bewusst. Weißt du, ich meine, das war total. Das war. Weil ich das gewohnt bin, überall eine Stempel drauf zu machen. Das war mein erster Fehler. Also haben sie mich als Firma eingestuft. Ja. Ne? Als Firmen. So, die haben dann praktisch so auf die hat sich gedacht, ja, dafür hat er das Auto ja gar nicht privat verkauft. Wenn er ja einen Stempel drauf macht. So, und der zweite Satz in meinem Vertrag, wo mich zerstört hat, ne? Sag ich mal. Das Fahrzeug wird in betriebs- und verkehrssicheren Zustand TÜV bis März 2021 an den Verkäufer übergeben. Im verkehrssicheren Zustand. Ja, das war dieser Satz hat mich kaputt gemacht. Beziehungsweise das ganze Ding hat es kaputt gemacht. Ja, weil da das Fahrwerk und die Felgen und die Emo nicht eingetragen waren. Und die Auto hatte mehr Leistung. Wie angegeben, ne? Wie im Fahrzeugschein. Ja, aber nicht mal dann hat es sich wirklich kaputt gemacht, weil eigentlich hat es der Anwalt verkackt. Eigentlich ja. Weil dadurch, dass das Gericht entschieden hat, firmlicher Verkauf, hätte ihr das Gericht zustimmen müssen, deine Nachbesserung. Genau, das hätte aber der Anwalt, also unser Anwalt, hätte vor Gericht, sobald er gemerkt hat, dass es darauf hinausläuft, dass es Firmenverkauf ist, hätte er direkt drauf gehen müssen, gut, dann ist das Recht der Nachbesserung nicht gegeben worden. Genau. Und hätte darauf gehen müssen. Also eigentlich hat der Anwalt. Und da kam nichts von Nachbesserung vor Gericht. Genau. Max war dabei als Zeuge. Ich habe gar nichts. Das ist ja das Nächste. Max wurde als Zeuge nicht anerkannt. Ja, weil ich halt... Weil er der Mitarbeiter ist. Und Max hat gesagt, er hat doch da draußen, der wusste doch ganz genau, dass die Sachen nicht eingetragen waren. So er wusste doch ganz genau, dass das Auto viel, viel mehr Leistung hat, wie eingetragen. Das wusste der ganz genau. Der Max war doch dabei. Ja, ich habe ja auch im Gericht, habe ich ja auch zu denen gesagt, das wird jeder Kunde belehrt, dass die Emo nicht eingetragen. Und weißt du noch, wo die denn vor Gericht, die Richterin war, das oder? Also war eine Richterin, wo sie gefragt hat, wissen Sie, wie viel Leistung das Auto überhaupt hatte? Ja. Was hat der gesagt? Oh, was hat er? Da war ich nicht mit drin. Muss ich reinmachen. Was hat er denn gesagt? Da war ich nicht mit drin. Da war ich draußen. Weil da hat er doch gesagt, ich weiß nicht, so um die 600 oder sowas, ne? Ja. Also er wusste ja, dass das Fahrzeug ja mehr Leistung hat. Das wusste er alles. Er hat es aber vor Gericht abgestritten. Der hat es abgestritten, dass er wusste, dass da nichts eingetragen, also dass die Felgen nicht eingetragen waren, das Fahrwerk und das Lenkrad. Darum ging es eigentlich hauptsächlich. Und dass das Auto einfach mehr Leistung hatte. Ne? Das hat er halt voll abgestritten. Und der Max wurde als Zeuge dann reingerufen, ne, irgendwann. Ja. Und steht drin bei dem Gerichtsbeschluss zum Schluss, der Max wurde als unglaubwürdig eingestuft, ja. Weil es mein Mitarbeiter war. Ja, wo sind wir denn bitte? Soll da irgendwie ein fremder Opa gerade vorbeilaufen beim Autokauf zugucken, das soll ich denn als Zeuge nehmen? Das geht doch gar nicht. Wie stellen die sich das vor? Das finde ich total bescheuert. Ja, ist ja klar, der Zeuge muss ein Angestellter sein. Natürlich. Weil wäre ich denn sonst bei einem Verkauf dabei? Ja, dann musstest du einen Drittmann mitnehmen. Ja, aber das muss irgendjemand sein, den du nicht kennst, dass sie es nicht anzweifeln können. Ja. Du musst dir irgendjemand auf der Straße schnappen und sagen, komm mal mit, du bist jetzt mein Zeuge. Das geht ja nicht. Weil wenn du die Marina nimmst, dann ist es deine Lebensgefährtin. Genau. Die ist ja dann wahrscheinlich die ist auch vor. Nimmst du den Peter, das ist dein Kumpel. Genau. Nimmst du den Kümmel, ist dein Kumpel. Ja. Weißt du, du musst irgendjemand hier auf der Straße herziehen und sagen, so, warte, du bist kurz jetzt mein Zeuge. Das geht ja nicht. Aber das kannst du ja nicht machen. Warte mal, ich guck mal schnell, läuft die Kamera noch? Ja, läuft, alles gut. Es ist ja klar, es muss doch irgendein Mitarbeiter sein. Ja, die biegen sich das Auto, also, wie sie Bock haben und brauchen. Ja, das ja, weil sie ja in dem Thema keine Ahnung hatten. Also, ich fand es trotzdem schade. Wir haben ja angeboten. Wir haben ja damals angeboten. Wir haben ja gesagt, okay, damit es keinen Stress gibt, er soll das Auto herbringen. Wir tragen das Fahrwerk ein, wir tragen die Felgen ein, aber auf seine Kosten. Aber wir tragen es ihm ein. Ne? Ja. Ist doch kein Thema. Kam nichts mehr zurück vom Anwalt. Nee, es kam nichts. Der wollte einfach das Auto wieder und wollte die Kohle und, ne? Ja, aber wir wissen ja auch, warum er Kohle wollte. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnen dürfen. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir können ja
sagen, er hat Geldprobleme gehabt. Fertig. Wahrscheinlich, hat ja. Er ja geschrieben. Ja, hat er es geschrieben. Ja, ich bin der Meinung, hat er geschrieben. Es läuft mit seinem Ding dann nicht so gut. Läuft mit seiner Firma nicht so gut. Die Firma gibt es auch nicht mehr. Genau. Ja. Und es war genau in der Zeit, wo das mit dem Auto angefangen hat. Ja, also hat er Kohle gebraucht. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber weißt du, selbst dann hätte er ja einfach sagen können, er stellt das Ding her, wir stecken dem den neuen Turbo rein, tragen die Scheiße ein. Ja, ja. Und er hätte es einfach wieder auf eBay Kleinanzeigen gestellt und hätte es verkauft. Ja, ja. Das hätte für ihn auch weniger Stress gegeben, weil er sich die ganze Gerichtsscheiße gespart hätte. Mhm. Weißt du, das wäre insgesamt, also nicht nur für uns, das wäre auch für ihn eigentlich die bessere Variante gewesen. Ja, und er hätte schneller... Und es wäre schneller gegangen. Der musste jetzt, wie lange... Das hat doch jetzt ein Jahr. Ein Jahr hat sich das doch jetzt gemacht. Nein, 3 Jahre sind es jetzt gemacht. Ich muss ja, dazu sagen, er war ja der Käufer, war ja bei meinem Kumpel, wo ich mit ihm verstritten war, mittlerweile wieder gut. Und mein Kumpel hat mir erzählt, dass er, der Käufer, gesagt hat, den Gockel, den fick ich. Ja. Ist mir egal, was das jetzt kostet, den fick ich. Ja. Ja, so war das, ne? Und wenn er es verliert, dann verliert er es. So hat er es scheinbar gesagt. Ob es stimmt, weiß ich jetzt nicht. Ja, ne? Was wir auch nicht erzählt haben, das Auto war auf alle Fälle beim Gutachter. Stimmt. Genau, Moment, ja genau, das haben wir jetzt komplett vergessen. Also ja. wir sind irgendwann, haben wir einen Schrieb gekriegt vom Anwalt. Das Auto steht bei Rote Motorsport. Und da kommt da und dann Gutachter und wir sollen da vorbei, also wir können vorbeikommen, wir können dabei sein, ne, wenn sie den Motor zerlegen. Und dann bin ich und der Max da hingefahren und haben mir da wirklich zugeguckt. Der Gutachter hat selber das Auto nicht zerlegt. Es hat der Schrauber, den kannte ich auch privat. Markus, ne? Ja. Der Markus war das. Der hat die Kiste zerlegt und der Gutachter stand nebendran mit seinem hier und hat da alles aufgestellt und hat Fotos gemacht, das Übliche. So, und dann wurde der Motor, die Kolben, es wurde alles rausgezogen, Ölprobe genommen, weiß der Geier, volle Granate. Das Gutachten hat gekostet, ich glaube, über 7.000 Euro. Ja, 7.800 Euro, glaube ich. Ja. Und festgestellt wurde, der Motor hat an einem Zylinder so eine kleine Riefe, ne? Ja. So eine durchgehende Riefe. Und der Turbolader war definitiv, ist festgestellt, der Turbolader war kaputt. Der hat zum Abgasgehäuse das Öl rausgedrückt. So. Ja, der Motor wird jetzt auf jeden Fall neu gemacht. Also wir machen einen anderen Block rein, weil der eine Riefe hat. Da habe ich gesagt, das will ich so nicht verkaufen wieder. Dann machen wir einen anderen Block rein. Aber der Motor ist noch gelaufen. Die kleine Riefe hat dem nichts ausgemacht. Das hat ja das normal könntest du ihn wieder nehmen, den Block. Ich meine, die Kiste hat ja Leute 800 PS. Das ist doch klar. Das ist doch kein originales Auto, dass da mal irgendwo im Zylinder die Weide ein bisschen verschlissen ist. Das ist doch völlig normal. Ja. Ne? Man kann ja nicht erwarten, selbst der Gutachter hat zu uns gesagt, du kannst nicht erwarten, dass so ein hochgezüchteter Motor lange hält. Das hat er ja zu uns auch gesagt, der Gutachter. Ja, zumal das Ding ja jetzt wirklich fast eigentlich 50.000 Kilometer Turbobetrieb hat. Ja, der ist. Ja, der ist ein Arsch voll Kilometer, also ich bin ja damit auch geballert. Ja, wir sind ja alle mal gefahren. Ja. Ja, wo waren wir jetzt? Wo waren wir jetzt? Wir waren bei der Gerichtsverhandlung, ne? Ja, Gutachter, Gerichtsverhandlung. Gutachter, Gerichtsverhandlung. So, dann hat der Anwalt zum Schluss, glaube ich, bei der Gerichtsverhandlung vorgeschlagen, dass ich das Auto den abkaufe für so und so einen Preis. War er nicht mit einverstanden, sagte nein, ist mir egal und wir gehen weiter und bla bla bla. So, und dann kam natürlich die Entscheidung, ne? Dieses Urteil. So, und das Urteil war so, diese Reparatur von dem Pleuellagerschaden, das muss der alles ganz normal, das ist alles so geblieben, wie es war. Ja. Das ist der Name, ich sage, muss wieder Piep machen. Piep. Muss ich Piep machen. So, dann, ja, und ich musste aber den vollen, also den Kaufpreis von dem Auto, musste ich bezahlen. Es waren 30. Ja. Es waren Gutachterkosten von 7.000 irgendwas? Oder 5.000, 6.000, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so, jetzt kommt das Nächste, Leute. Jetzt kommt das Nächste. Ich sage, okay, alles klar, scheiß doch drauf. Ne, jetzt ist halt so. Und wir bezahlen es und gut ist. So, nach der Gerichtsverhandlung, ne, nach dem Urteil, habe ich meinen Rechtsanwalt angerufen. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, was machen wir jetzt, wie, wohin, was bezahlen? Na, abwarten, wir müssen abwarten, da kommt jetzt was von der Gegenseite. Ne? So war's. Ja, genau. Da kommt was von der Gegenseite, ne? Hier ein Brief, da müssen sie da und so viel bezahlen, okay.
Ich warte. Irgendwann nach 2 Monaten, glaube ich, haben wir uns dann mal wieder angerufen. Ja. So, wie sieht's denn aus? Kam da noch nichts? Nö, da kam noch nichts. So, und irgendwann komme ich freitags, glaube ich, nach Hause, Leute, und krieg so einen fetten, dicken, gelben Brief. So, Kontopfändung, alles, volle Granate, bub, 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 weil ich hier, ne, 40.000 Euro. So, Alter, was ist jetzt los? Und dann habe ich, den Anwalt angerufen am Montag, also der Gegenanwalt von dem Autokäufer, der wollte mit mir gar nicht reden, der hat gesagt, hier Schweigepflicht, ne, da geht gar nichts. Auf jeden Fall habe ich meinen Anwalt angerufen, der hat gesagt, was soll das, habe ich gesagt, jetzt ist hier mein Konto dicht und alles dicht, ne, was soll ich denn machen? Ja, wie, habe ich gesagt, ja, ich habe hier eine Pfändung vorliegen und alles, aber ich habe doch gewartet, bis irgendwas von der Gegenseite kommt. Ja. Dass ich das Geld bezahle, das hätte ich doch schon lange bezahlen können, ne? Oh, ne, ich meine, die können das sofort pfänden und so. Habe ich gesagt, okay, alles klar, wir haben das Gespräch beendet. Habe ich gesagt, jetzt, was machen wir jetzt, ne? Und selben jenes. Also musste ich jetzt, war ein Zirkus. So, ich habe dann bezahlt an den Gegenanwalt, ich habe den, woher haben wir dann diesen genauen Betrag gewusst? Ah, der stand auf dieser Pfändung, ne? Ja. Da stand der Betrag auf dieser Pfändung. Und auf diesen was war das vom Gericht? Das Urteil. Da kam so ein gelber Brief schon von irgendeiner Gerichtsvollzieherin, keine Ahnung. Und da stand der Betrag, die habe ich auch angerufen, habe gesagt, was das soll, ne? Ja, ne, es wird hier gleich gepfändet und alles. Habe ich gesagt, wie kann das sein? Wir haben ja nichts Bescheid bekommen. Ja, das wusste ich auch nicht, auf jeden Fall war mir das egal. Ich habe gesagt, so, jetzt muss die Kohle auf die Bank. Und dann habe ich überwiesen an den Verkäufer sein Anwalt, an den Käufer sein Anwalt, 39.500 irgendwas Euro. Ja. So, dann haben wir dort angerufen, ich sage, wir haben das Geld jetzt raus, okay, das Geld kam an. Also es waren Gerichtskosten, Anwaltskosten, Zinsen, nee, Zinsen noch, glaube ich, noch nicht. Da haben die dann nochmal, du hast telefoniert, ja. Wo die gesagt haben, das sind nochmal 400 Euro offen oder irgendwas. Nee, das war ich nicht. Hast du das nicht? Nein. Oder war ich das? Ist aber egal, auf jeden Fall musste ich nochmal 300-400 Euro irgendwas bezahlen. Das waren insgesamt, glaube ich, 39.802 Euro ohne den Kosten von meinen Anwalt. Ja. So, also habe ich den Rest auch noch schnell bezahlt, damit wir das Auto natürlich so schnell wie möglich bekommen. Ne? So, dann haben wir, es war erledigt. So, irgendwann kam dann ein Brief von der Gegenseite, ne? Betrag wurde bezahlt, bla bla bla. So, dann kam erstmal nichts, ne? Ja. Dann haben wir dort angerufen bei der Gegenseite, haben gesagt, so, wie sieht's denn aus, wann können wir das Auto jetzt abholen? Ja, sie darf mir da keine Auskunft geben, ich soll das alles über meinen Anwalt machen. Also habe ich wieder meinen Anwalt angerufen. Da warst du schon da. Ja. Hat der Justin dann den Anwalt angerufen. Und mein Anwalt hat natürlich der Gegenseite wieder geschrieben, wie sieht's denn aus, wann können wir das Auto holen? Und dann kam ganz frech, irgendwann in 2 Wochen, ne? Ja. Irgendwann in 2 Wochen, weil der gute Mann hat Schicht, schafft Schicht und nach den 2 Wochen ging es dann los, August und keine Ahnung. Also, ja, ja. Ne, immer nur Samstag. Immer nur samstags. Und dann kannst du ja jetzt weiter erzählen. Dann haben wir wieder meinen Rechtsanwalt angerufen und haben gesagt, du pass auf, mach da jetzt mal Druck, Alter, ich will die Karre hier haben, ne? Ich brauch die Karre. Und dann hat der Justin meinen Anwalt angerufen und dann hat der ja dann richtig Druck gemacht, ne? Hat er ja dann Druck gemacht. So, und dann ging's auf einmal. Dann ging's auf einmal. Ja, aber dann hat er doch verpennt, uns den ersten Termin mitzuteilen. Dann hat er einen Termin bekommen. Stimmt. Den hat er uns aber nicht mitgeteilt. Und dann hieß es irgendwie, warum will die scheiß Karre nicht holen? Ja, ja. Auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall hat der Justin dann den Verkäufer von dem Auto direkt angerufen und er konnte mit sich reden lassen. Also man konnte mit ihm reden. Ja. Ne? Ja. Du hast ja mit ihm geredet. Er war ja dann so. War ja eigentlich dann ganz locker. Das erste Mal aber nicht. Das erste Mal nicht. Das erste Mal war ein bisschen angepisst, wollte alles über den Anwalt machen. Ne? Genau, ja. Das zweite Mal ging es dann. Und dann haben die zwei, also Justin und der Käufer von dem Fahrzeug, haben dann ausgemacht. Gestern, ne, war das? Donnerstag. Ja. Donnerstag bis um 1 Uhr mittags können sie das Auto abholen. Ne? Genau. So ist das alles abgelaufen. So, und jetzt steht er da. Wir haben vorhin geputzt.
Und jetzt müssen wir zusammenbauen. Kommt auf jeden Fall an einen Block rein, weil die eine Riefe gefällt mir nicht im Zylinder, bin ich ehrlich, möchte ich so nicht weiterverkaufen. Und es kommt an einen Turbolader rein, sonst ist alles in Ordnung an dem Auto. Und die Sachen werden eingetragen, Fahrwerk, Felgen. Ja, und wir müssen noch die Felgen eintragen, das Fahrwerk und das Lenkrad. Das kannst du auch noch sagen, oder hast du das? Nee, das haben wir schon gesagt, dass die Felgen alle tot sind. Das haben wir ja gestern gesagt. Das haben wir gesagt gestern, dass die Felgen alle am Arsch sind, das Auto ist verkratzt ein bisschen, ne? Ja, das habe ich auch gefilmt. Ja. Ich weiß ja nicht, jeder sagt, Kockel, geh jetzt zum Rechtsanwalt, er soll dir die Felgen bezahlen, er soll dir die Kratzer bezahlen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt wegen sowas einen Fall aufzumachen und dann am Ende verliert man und wieder Gerichtskosten. Wenn es jetzt um 20.000 geht, also wenn der die Karre hier irgendwie total schaden ist, also Dellen überall drin, jemand reingefahren, dann, wenn es um 20.000 geht, dann würde ich schon machen, aber nicht, wenn es um 2.000-3.000 Euro für Felgen aufbereiten geht. Weil wenn du dann verlierst, dann bist du gleich wieder dabei, Gerichtskosten. Vor allem, dann steht die Karre wieder. Du kannst die nicht fahren, zulassen oder verkaufen oder sonst was, gar nichts. Dann steht der Karre wieder ein Jahr, weißt du? Genau. Und da habe ich keinen Bock drauf. Da scheiß mal lieber drauf und nehmen die Felgen runter, mal andere drauf. Oder lassen die halt machen. Das weiß ich nicht. Also ich trage auf jeden Fall noch das Fahrwerk ein, die Felgen, ne? Oder der, wo das Auto haben möchte, jetzt, ich möchte persönlich nimmer, das habe ich schon erwähnt, ich möchte das Auto nicht, ich habe gar keine Zeit dafür, damit zu fahren. Geschenk nehme ich schon, immer noch. Ich auch. Firmenfahrzeug. Ja, Firmenfahrzeug. Habt ihr das gehört, Firmenfahrzeug? Ja, aber Firmenfahrzeug heißt, ich darf auch fahren. Sieht man die Reifen nicht deins? Ja. Doch, das sieht man schon. Nee, du darfst nicht fahren. Wenn ich darf fahren. Ja, auf jeden Fall, Leute, ihr wisst hier Bescheid. Wir werden auf jeden Fall ein Video über das Auto machen. Und machen dann wieder zusammen. Wenn der läuft, machen wir ein geiles Video. Und der, wo möchte, der kann das Auto gern haben. Zu welchem Preis, weiß ich selber noch nicht. Nee. Die Preise sind verdammt gestiegen für solche Kisten. Auch für Teile. Also auch für Teile. Und ich habe den Leuten jetzt in der E-Mail so eine grobe Preisrichtung gesagt, halt mit Verhandlungsbasis. Ne? Ja. E-Mail-Post war explodiert ja von Anfang an. Ich meine, das Auto ist mega. Es hat Keramikbremse vorne, hinten, allein die Bremsanlage, wenn du die jetzt bei eBay reinsetzt, vorne, hinten, wahrscheinlich, ich habe gestern Abend noch irgendwann geguckt, die wollen für so eine Bremsanlage fast 20.000 Euro, nur für die Bremsanlage, Leute, nur für die Bremsanlage. So, geschweige denn von Tiguan-Getriebe, BBS-Speedlight-Felgen, Auspuffanlage, Alcantara und also Variante 3 Fahrwerk. Ja, da, also das Auto, ich schätze mal, Anlage drin, Vokalanlage. Ja. Die Anlage soll ja auch schweineteuer gewesen sein. Ja, also da sind Teile drin von wahrscheinlich 100.000 Euro. Ja. Ehrlich, in dem Auto, wirklich. So viel möchte ich aber natürlich nicht, ist klar, ne? Aber keine Ahnung. Der Preis wird auf jeden Fall zwischen 30 und 40 liegen. Ja. Definitiv. Ich würde sogar sagen 35, 40 so eher. Ja, 35, ja, irgendwie. Ja, 35. Wir rechnen noch zusammen. Wir bauen nicht, wir bauen ja, das erstmal zusammen. Erstmal müssen wir es bauen und dann können wir es rechnen. Genau, und dann können wir mal gucken, wie die Preise so jetzt momentan sind. Und dann werden wir ja sehen. Wie gesagt, die Leute haben jetzt eine grobe Preisrichtung mit der Handlungsbasis, habe ich denen die alle geschrieben. Und wenn halt alles fertiggestellt ist, müssen wir halt mal schauen. Ja, das geht. Aber ja, Leute, das Auto ist wirklich mega. Es ist vom Feinsten. Du kannst ja. Es ist vom Feinsten. Hast du das ein Baujahr? Was mich ein bisschen stört, ich war der Zweitbesitzer. Der Helmut damals hat das Auto nagelneu gekauft. Nagelneu. Ich war der Zweitbesitzer. Und jetzt haben wir halt leider noch einen dritten Besitzer mit Baujahr im Brief. 2006. 2006er Baujahr ist es. Ja. Jetzt haben wir halt leider Gottes einen dritten Besitzer mit drin. Ja. Aber gut. Ja. Ja. Aber du kannst ja dann mal draußen kurz filmen, wie sauber das Auto jetzt ist. Ja. Haben wir doch. Ja. Wie wir es waschen. Stimmt. Hast du auch sexy Carbo-Sprache. Okay. Ich hab schon, ich war nicht dabei, scheinbar haben die da sexy Karo schon irgendwas in dem Auto gebracht. Keine Ahnung. Was willst du das für ein Trinkdank angehabt? Der Tilo hat gewaschen. Ich hab's nur abgedampft. Ja. Ja, weiß nicht, haben wir alles erzählt? Für die Zuschauer da draußen. Also, ja, falls da Anwälte dabei sind, Leute, kommentiert bitte, sagt mal, kann ich irgendwas. Oder schreibt mal eine E-Mail. Soll ich jetzt was machen? Soll ich jetzt einen neuen Fall aufmachen, weil die Felgen am Arsch sind, weil es verkratzt ist? Und ja, soll ich soll es kostenlos. Ja, soll ich so lassen, wie es ist, um das Auto einfach und weg aus dem Auge, aus dem Sinn? Was sagt ihr dazu? Ne? Ich finde es auf jeden Fall ungerecht, was passiert ist. Ja, ich finde es auch ungerecht. Der Typ hat das Auto geballert, hat es richtig geballert, hat es gefeiert. Ich kann es in das Video ein bisschen einfügen. Und er hat es vergewaltigt, sage ich mal ein bisschen. Ne? Ist ja normal bei so einem Auto okay. Aber finde ich scheiße, dass man einfach so das Auto wieder sich zurücknimmt. Kaputt.
und musst noch alles bezahlen. Finde ich mega scheiße. Es ist ungerecht. Es ist ungerecht, weil wenn es gerecht gewesen wäre, hätten die Kosten einfach geteilt werden müssen. Ja? Genau. Er hat genau. benutzt und kriegt den Preis wieder. Ja, dafür hätte er ja schon allein Wertverfall mit einberechnen müssen. Ja. Preis. Ja. Er ist ein gescheiter Richter gewesen. Ja, scheiter Anwalt. Ja, das auch. Ja, das ist... Keine Ahnung, mit was kann man das vergleichen? Ja, aber normalerweise hätte ein Gutachter erstmal, das Gericht hätte doch erstmal einen Gutachter hinschicken müssen und den Wert vom Zustand schätzen lassen. Ich finde nur eins scheiße, ich finde nur richtig eins scheiße, und warum das so entschieden worden ist, weiß ich nicht. Warum haben wir keine Chance zur Nachbesserung bekommen? Wie wurden wir jetzt eingestuft? Als Firma? Als Firma, weil mein Stempel auf der Bezahlung drauf genau. war. Weil der Anwalt das hat geblickt hat. Aber wenn ich doch als Firma ja angeblich das Auto verkauft habe. Ja, aber das wäre das Ding vom Anwalt gewesen. Ja, aber das hast du dem Anwalt auch nichts gesagt. Also das hätte der Anwalt, also wenn es ein guter Anwalt wäre, hätte er von sich aus normal vor Gericht gleich da drauf gehen müssen. Als der gemerkt hat, es geht in die Richtung Firmenverkauf, hätte er gleich das nächste raushauen müssen, warum dann keine Nachbesserung? Ja, aber es ging ja nicht um das Reparieren, es ging einfach nur ums Auto zurücknehmen. Es ging nie ums Reparieren in der Gerichtsverhandlung. Und das war schon der Punkt. Nein. Aber er hätte es doch gar nicht zurücknehmen müssen. Ja, weil er ist normal. Der Anwalt hätte vor Gericht direkt dann sagen müssen, dass er das Auto nicht zurückgeben kann. Und der Herr Gogulski soll es reparieren. Genau, das hätte direkt auf Nachbesuch. Das hätte Anwalt, sein Anwalt, hätte direkt vor Gericht dann darauf gehen müssen. Egal, ob es jetzt nur noch darum geht. Ja, aber es ging ja nie, also ich weiß, was du meinst, aber es ging halt auch nie in der Verhandlung wegen der Reparatur oder sonst genau, was. Genau, aber das hätte der Anwalt hätte diese ganze Gerichtsverhandlung dahin bringen müssen. Ja. Dass es darum geht eben. Aber weißt du, warum muss ich das Auto eigentlich zurücknehmen? Warum muss ich das zurücknehmen? Der hat es doch privat gekauft von mir. Weil das Gericht entschieden hat. Dass das und das nicht eingetragen war und ich geschrieben habe, das Fahrzeug wird in betriebsverkehrssicheren Zustand übergeben. Zumal die Kamera, dass ich auch mit drauf bin. Irgendwie ist die schon schön. Ja, die hat es gedreht, Alter, die ganze Zeit. Ja, weil, wo war ich jetzt? Wahrscheinlich, weil ich hier geschrieben habe, das Auto wird in Verkehrs... und betriebssicheren Zustand übergeben. Und das war es ja nicht, weil die drei Sachen nicht eingetragen waren. Was der Kunde aber wusste. Ja, aber da greift das Recht der Nachbesserung, wenn es ein Firmenverkauf ist. Genau, und das hatten wir nicht. Genau, aber das ist das Verschulden vom Anwalt. Der Anwalt hätte doch gleich vor Gericht... Ja, der hätte da drauf... und es muss nicht... Müssen. Genau, das hättest nicht du dem Anwalt sagen müssen, sondern ein Anwalt hätte es gleich vor Gericht... Hätte das... im Kopf haben müssen, dass er da drauf gehen muss. Ja, das vor allem, wir haben ja extra, wir haben ja angeboten. Wir haben ja dreimal, wir dürfen ja dreimal nachbessern. Das ist das Nächste. Warum ist das überhaupt zur Sprache gekommen, dass mit dem das... Guck, das ist zur Sprache. Genau, das ist das Nächste. Das muss auch nicht die... Der hat ihm doch die ganzen Dinger geschickt. Ich hab dem doch geschickt, diesen Brief, wo wir an den Anwalt geschickt haben. Nein, ja, nein, hat er nicht. Nein, hat er nicht. Doch, also. Nein, da war noch nicht mal ein Anwalt im Kopf drin. Aber da war ich morgens da, als er zu. Also, da weiß ich noch, dass er dieses Ding von Peter gesucht hat noch. Diesen Wisch, genau. Der ist doch hier überall im Büro rumgefahren und hat den Brief. Ich habe das nachgereicht. Diesen Brief, wo wir geschrieben haben, dass wir nachbessern wollen, habe ich dem meinem Rechtsanwalt nachgereicht. Und das hätte. Das hätte auch vor Gericht zur Sprache kommen müssen, warum auf dieses Ding keine Antwort kam. Genau. Aber es wurde Namen musst du auch Piep machen. Ja. Was? Den Namen musst du auch Piep machen. Ja. Ja, mach mal Piep. Musst du Name alles Piep. Mach mal Pieps rein. Pieps halt dauerhaft. Genau. Weil wir unseren Anwalt ja jetzt ausschütteln. Wenn wir jetzt loben wollen, könntest du es drin lassen. Das ist ja Werbung. Du trinkst jetzt mal am besten gleich einen Schnaps. Dass man wieder so runterfällt. Die Leute kommen runter. Alles wird gut. Ja, Leute, es tut mir leid. Also wir sind da. Es ist jetzt echt hier nicht gespielt. Wir sind da gerade voll drin schon wieder. Ne? Ja, du steigerst dich voll rein. Wir steigern uns da selber gerade voll rein in diese ganze Geschichte da jetzt mit dem Auto. Ne, weil das ist. Aber weißt du, wie wir da draußen alles saßen oder wie es abging? Ja. In der Mittagspause oder so. Ja,
Fazit, das Auto ist hier, wir müssen es reparieren, ich verkaufe es wieder, der aber Bock hat, Leute, mega geiles Auto, wir machen ein geiles Video drüber, wenn er fertig ist und läuft. Und es ist einfach alles scheiße gelaufen und soll jeden von euch, soll uns allen einfach eine Lehre sein, in Zukunft einen vernünftigen Vertrag zu schreiben. Ja, wir haben ja jetzt einen vernünftigen. Ja, wir haben jetzt einen vernünftigen, aber ich wusste es nicht vorher. Ich bin kein Autoverkäufer, wie gesagt. Ja, zumal in der Zeit warst du ja noch nicht mal eingetragen als Verkäufer, An- und Verkauf. Das ist ja das Lustige. Ja, ja. Das haben wir ja erst geändert wegen der roten Kennzeichen. Ja, ja. Und halt deine Adresse auf dem Kaufvertrag ist ja auch deine Privatadresse und nicht die Firmenadresse. Weil hättest du gar keinen Kaufvertrag geschrieben, dann hättest du einfach nicht genommen. Das ist am besten gewesen. Da hätte ich nichts machen können. Vielleicht. Ohne Kaufvertrag, ohne alles. Einfach nur die Kohle. Ja, bist du raus. Bist du über alles raus. Das ist meine. Okay, da hättest du vielleicht wie beim Kümmel, weißt du, mit dem Bus nochmal die 2 Wochen Rückgaberecht, aber da war ja lang drüber. Ja. Naja. Also da wärst du. Wärst du safe gewesen, genau. Weil da hätten sie dir nichts. Ja. Jeder Satz, was da in so einem Vertrag steht, können sie dich mit belehren. Wird gegen dich verwendet. Ja, genau. So wurde es auch gemacht. Genau. Sag ja, mittlerweile ohne ist einfach besser. Oder halt der, wo wir jetzt halt haben. Da steht ja alles drin. Aber selbst, ich weiß nicht, wenn ich privat was verkaufen würde, würde ich keinen Vertrag schreiben. Ja, aber würde ich auch dem nicht diesen Vertrag vorlegen. Ich will gar nichts tut machen. Mir leid, okay, dass du Kohle bekommst. Die drehen da voll durch. Ich weiß ja nicht, will jetzt nicht, aber ich glaube, dass es heutzutage jetzt sogar so ist, dass du als Privatverkäufer trotzdem 2 Wochen Rückgaberecht hast. Ja, genau. Als Privatkäufer. Ja. Ja. Nee, als Privatverkäufer hast du das Rückgaberecht. Also du musst auch nur innerhalb von 2 Wochen trotzdem zurücknehmen, ja, egal was du damit machst. Aber für alles. Du hast für alles heutzutage Rückgaberecht. Echt? Für alles, wenn du... Na, außer also du schreibst irgendwas, irgendeinen Ausschuss von Garantie. Nein, ist trotzdem. Du hast 14 Tage, das gesetzlich mittlerweile, steht das drin. Das ist aber schon krass. Du könntest eine Jacke kaufen, ziehst du 2 Wochen an, naja, gefällt mir nicht. Jetzt kauft einer irgendein umgebautes Auto, so wie ungefähr diesen Audi. Ab sofort gehen wir hier Gucci-Anzügen schaffen. Ja, jetzt kauft irgendeiner, so wie den umgebauten Audi, irgendein teures Supra oder sonst was. Der ballert mit dem Ding, gibt hier einer an, oh, ich bin der King, weiß nicht mal. So, nach 2 Wochen gibt er die Karre wieder. Genau, das ist ja unfair. Gibt er sie wieder ab. Wo ist denn Bugatti? Die ballerst mit dem mal 400 über die Autobahn schnell. Ja gut, den musst du aber erstmal kaufen und bezahlen. Mhm. Naja, machst du Ratenkauf? Aber trotzdem, finde ich ungerecht. Privatverkauf ist für mich Privatverkauf aus dem Auge, aus dem Sinn. Genau. Ganz klar. Ja. Und da möchte man eigentlich keinen Ärger mehr haben. Aber gut, man muss halt reinschreiben, Bastlerfahrzeug. Gekauft wie gesehen. Aber ob das heute noch gilt, ich weiß es nicht. Selbst ein eBay schreibt die jetzt. Ja, so muss auch reinschreiben, nach dem Kauf können natürlich unsichtbare Mängel, weil die stecken ja nicht im Motor drin, unsichtbare Mängel entstehen. Und das werden im Kauf vorhanden sein. Bei so einem Fahrzeug. Wenn du Lagerschaden schon einen Schuss abhabt, das siehst du nicht. Bei so einem hochgezüchteten Motor hast du sowieso keine Garantie. Ich krieg ja, wenn ich einen Turbolader kaufe, ein Precision Gerät, ein Rennlader, ich kriege da selber nicht mal Garantie drauf, Leute. Ja. Ich krieg da keine Garantie drauf. Wenn das Ding kaputt geht nach 1000 Kilometern und du schickst es ein, sagen die, ja, lag da dran oder lag da dran. Die reden sich immer irgendwie raus, es gibt nichts zurück. Ja, für Rennsport gibt es keine Garantie. Und das weiß eigentlich jeder Mensch, wo so ein Auto fährt. Und der wusste es. Er wusste es ganz genau, was er da fährt. Das wusste er. Er hatte selber noch einen 4er Golf mit Leistung. Er wusste es. Ja. Und an seinem 4er Golf war die blöde Emo auch nicht eingetragen, da ist er rumgefahren. Ja, das ist ja das, was ich im Gericht gesagt habe. Es wird ja jeder Kunde bei uns belehrt, wirklich jeder, dass die Emo nicht eintragbar ist. Außer bei älteren Fahrzeugen. Ja. Da geht's ja, ne? Aber nicht bei neueren Fahrzeugen. Ja, alles mit Cut. Ja. Alles mit Cut. Es geht schon. Es geht natürlich schon, ist halt mit Kosten verbunden. Ja, aber wir sagen es trotzdem zu jedem Kunde, hör zu, wir tragen es nicht ein. Du musst damit leben, ganz einfach. So Leute, ich würde sagen, es wird also zu langweilig, wenn wir da so viel quatschen. Ja, ist schon eine Stunde. Eine Stunde? Was? Ja. Wir haben jetzt eine Stunde gequatscht. Ja, wir haben 7 vor 6 und 4 vor 8 angemacht. Ach du Scheiße. Ja Leute, ich glaube, jetzt haben wir uns aber da reingesteigert. Scheiße, ne? Ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ja. Oder? Musst du fast schon 2 Teile aus dem Video machen? Ja, es tut mir leid, dass die Kamera ist voll ein bisschen verrutscht, weil wir uns hier alle unten auf den Tisch gehauen haben von lauter Aufregung. Aber Leute, wir sind ganz entspannt, wirklich, wir sind alle wieder runtergekommen und wir trinken noch ein schönes Feierabendbierchen und dann war es das. Oder wollt ihr noch irgendwas sagen zu dem Fall? Ich glaube, wir haben jetzt alles erzählt. Nee, ich glaube so. Ja, wir haben jetzt alles erzählt.
Ja, dann würde ich sagen, Leute, viel Spaß, viel Spaß, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Kundestory. Wird es noch eine geben? Ja. Eine, glaube ich, müssen wir noch machen. Ja, ja, die müssen wir machen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ja, die müssen wir machen. Eine machen wir noch. Eine Kundestory. Aber es dauert noch ein bisschen. Aber die machen wir auf jeden Fall noch. Aber sonst war es das. Ich glaube, wir haben jetzt echt das Schlimmste in den ganzen Jahren haben wir jetzt rausgehauen. Das ist, ja. Ja, sonst waren nur Kleinigkeiten. Kleinigkeiten mit hier und da und da ist ein Schlauch runter oder irgendwas. Ne? Also nichts Schlimmes, Leute. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns und sehen uns im nächsten Video, Leute. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao. Ciao, Leute. Ciao.